Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie zum Thema Paraguay. Und heute möchte ich euch das Unternehmen bzw. die Einkaufsmöglichkeit Marketplace vorstellen. Die ist in Asunción auf der Avenida España, ein bisschen nach Casarica. Dann kommt auf der anderen Straßenseite kommt das Hauptzentrum von Personal. Dann geht es über eine große Kreuzung und danach nach ein paar Meter kommt schon Marketplace. Sie haben, wie ihr hier sehen könnt, einen guten Parkplatz. Man kann also schön reinfahren, dann auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und jetzt gehen wir rein und dann schauen wir uns da mal um. So, wie ihr seht, hier sind ganz viele schöne Weihnachtsbäume und das ist das, was ich heute suche. Wir werden also auf die Suche gehen nach einem schönen und großen, nicht so groß wie der hier, aber nach einem Weihnachtsbaum. Wie ihr seht, innen drin alles schön weihnachtlich. Da hat man eine tolle Auswahl. Alles, was ihr hier seht, ist zum Kaufen. Das heißt, man kann seinen Tisch schön schmücken. Da hinten ist ein Aufzug. Ihr seht, es gibt sogar einen ersten Stock. Und hier wirklich zentral alles, was rund um Weihnachten ist. Diese dekorierten Weihnachtsbäume kann man übrigens kaufen. So wie sie dastehen. Ja, schaut, das sind übrigens diese Decken, die man am Fuß des Weihnachtsbaums hinmacht, um das hässliche Gestell zu verstecken. Also auch die gibt es hier. Und ihr seht schöne große Töpfe und hier die aufgebauten Weihnachtsbäume. Man kann sie in Kisten kaufen, man kann sie aber auch genauso, wie sie hier gerade sind, aufgebaut kaufen. Der Wahnsinn. Und dann dieser schöne Springbrunnen natürlich da in der Mitte, der eine richtig schöne Atmosphäre macht. Hier sind Tischgestecke, natürlich wie gesagt alles künstlich. Es gibt hier in Paraguay weder Tannen, also echte Tannen oder so, alles ist künstlich. Schaut mal, eine große Auswahl an Deko, an Platztellern, alles ist da. Hier Türkränze, durchaus alle sehr schön, hängt natürlich immer vom jeweiligen Geschmack ab, aber für jeden was dabei. Und hier nackte künstliche Kränze, die man kaufen kann, um sie sich selbst zu schmücken. Die Preise durchaus sehr vernünftig. Hier sind ein paar Tannenzapfen dabei. Hier ist noch ein bisschen Rot dabei. Also auch da verschiedene Farben vom Grün, verschiedene Deko. Alles vorhanden für jeden Geschmack. Hier kommen wir zu den Weihnachtskugeln. Da gibt es auch Gänge mit verschiedenen Farben. Die sind also alle farblich sortiert. Verschiedene Designs, verschiedene Glitzer ohne Glitzer. Es ist alles vorhanden. Hier vorne seht ihr, wird es ein bisschen heller. Ihr habt goldene Kugel, ihr habt rote Kugel hier, die sind, ich bin im blauen Gang gelandet, also wirklich große, große Auswahl an Größe, an Farbe. Hier zeige ich euch einfach noch ein paar weitere Dekosachen. Der eine findet es hübsch, der andere kitschig. Ihr seht, es ist einfach für jeden Geschmack etwas dabei. Goldene Kugeln, alles vorhanden. In diesem Bereich habt ihr alles, was um Tischdecken, Platzdecken geht. Hier oben habt ihr auch eine Art, wie man den Fuß vom Weihnachtsbaum verstecken kann. Ihr seht, die sind oben ohne Fuß, unten ohne Fuß. Hier neben den Kasten ist die Welt der Düfte, also alles, was mit Räucherstäbchen, ätherischen Ölen, riechenden Kerzen und so zu tun hat. Hier kommen wir in die Welt der allgemeinen Deko. Verschiedene Stile, verschiedene Farben, künstliche Pflanzen, Bilderrahmen, schöne Töpfe, Stehvasen. Wirklich alles, womit man sein Haus dekorieren kann oder auch die Terrasse. Eine ganz schöne Auswahl, die sich auch ein bisschen abhebt von der von Feria und von Plaza Hoga. Nicht besser, nicht schlechter, einfach andere Sachen, die ich dort nicht gesehen habe. Auch kleine Möbelchen, hier diese Bodenvasen. Also alle drei haben ihre Berechtigung, jeder hat einfach ein kleines bisschen anderen Stil bei sich zum Verkauf und das finde ich persönlich gerade schön. Sogar Makramee, hier nochmal Stehvasen, Lampen, kleine Möbelchen, wie ich schon sagte. Hier geht es um die Bekleidung, hier habt ihr Tücher, ja, es gibt also auch eine ganze Bekleidungsabteilung, hier Shorts, T-Shirt und hier durch diesen Eingang geht es durch. Ich gehe jetzt nicht rein, um die Damen, die da sind, nicht zu stören, aber ihr seht alles da. Wenn man die Treppe hochkommt, landet man gleich in der Kleinkind- und Babyabteilung. Es gibt hier alles. Es gibt die Hochsitze, es gibt Wickeltische, es gibt Buggies. Also ihr werdet sehen, alles vorhanden. Ich gehe gleich noch in einen der Gänge rein. Hier seht ihr auch Autositze, Klamotten. Hier kommt gleich alles so rund ums Stillen. Ja. Komplettes Sortiment, also wirklich auch hier diese Laufgeräte für die Kleinen. Ziemlich viel. Für Zwillinge alles da.
3 Kilometer weiter Katzen- und Hundezubehör. Laufgeschirre, Näpfe, alles Mögliche. Spielzeug habe ich keins gesehen. Aber auch gleich dann hier für die Badesaison die Luftmatratzen für den Menschen, eine Halskrause für Hund oder Katze und nebendran künstliche Blumen. Auch das ist Paraguay, dieses nicht zusammenpassend, aber irgendwie doch. Hier seht ihr auch Betten, Kleinmöbel, Bettwäsche, Gardinen, Handtücher, da schauen wir jetzt gleich mal hin. Ich greife mal die Qualität, das mache ich immer ganz gerne, um zu sehen, ob das gute Qualität ist. Und ja, die fühlen sich echt geschickt an. Ihr seht so ein Handtuch, 81.000. Hier eine Auswahl Stühle und dahinter seht ihr weiter Dekosachen, kleine Tische, immer wieder Rahmen und Bilder für die Wand, Lampen. Also wirklich alles kunterbunt, nicht wie in Deutschland, hier ist die Lampenabteilung, hier ist dies, hier ist jenes, sondern hier muss man wirklich einfach mit offenen Augen gehen, sich die Kissen anschauen, wenn man Kissen sucht. Einfach wirklich sich überraschen lassen, was an der nächsten Ecke kommt. Ja, hier werdet ihr gleich sehen, da kommt dann nochmal gleich ein Bett, Schreibtische, Esstische. Es ist hier wirklich alles vorhanden. Da kann man, glaube ich, eine schöne Alternative, wie gesagt, auch zu den anderen beiden, um einfach sein Haus sehr individuell einzurichten. Ihr seht, da hinten geht es weiter, also noch ganz viel Platz auch für Möbelgarnituren, Sofas und so weiter. Und hier nochmal ein Blick nach unten, wo die Weihnachtsartikel sind. Unterhalb des ersten Stocks, also am Rande, sind auch ganz viele Sachen für den Haushalt, sei es Boxen, sei es Aufbewahrung. Ich hoffe, der Rundgang bei Marketplaces hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch bitte fürs Video und bei Fragen gerne einen Kommentar. Bis bald wieder!